Hallo, ringfrei zur nächsten Runde bei Atelier Aisha. Letzte Runde hatte ich gesagt, letzte Folge hatte ich gesagt, wir wollen noch ein paar Sachen basteln, um uns wieder heilen zu können. Und zwar brauchen wir irgendwas mit K.O. Recovery. Ob das so ein Pflaster sein wird, weiß ich noch nicht genau. Ich muss gerade mal eben im Körbchen nachgucken, ob ich da nicht vielleicht sogar noch was habe. Damit kriegen wir noch MPs zurück, das ist auch nicht schlecht. Das packen wir auch mal ins Körbchen. K.O. Recovery haben wir noch 5 Stück, super. Ach, habe ich unterwegs bestimmt mal gekauft, ne? Was ist das für ein Mist? Ach, Aromamist, genau. Brauchen wir nicht ein Baguette. Ja, die war nicht schlecht. Macht den Burning Body. Da kriegen wir ständig Schaden. Wir kriegen zwar Heilung, aber auch ständig Schaden. Und dann nehme ich die doch nicht mit. Ja, komm, die müssen weg. Die packen wir auch mal ins Körbchen. So, was muss ich jetzt noch basteln? So eine Kompresse habe ich ja noch nicht gemacht. Da will ich zumindest mal wissen, wie die denn wirkt. Uah, viel zu viel Auswahl. Okay, ich fange mal mit dem Lehm an. Ja, das ist mir zu wertvoll dafür. Ich nehme mal das destillierte Wasser. Da brauchen wir noch ein bisschen Grün. Irgendwie brauchen wir noch Grün. Mein Secret Pot will ich dafür nicht verwenden. Nehmen wir einfach das hier. Und dann gucken wir, ob wir hier noch was Grünes bei finden. Ist ja schon fast gut, aber... Oh Moment, da war doch gerade was. Ja. Is this okay? Das ist gut so.
Ja. So, was bringen die denn? Ein paar Hitpoints zurück und dann noch Resistance. Das ist gar nicht schlecht. Genau, so ein Powerful Ointment. Oh, Moment, was haben wir? Ein Powerful Ointment. Haben wir zwei Sorten Sahne hier. Nehmen wir ruhig die gute. Bisschen Weihrauch noch dabei. Weiß ich noch nicht so genau. Wir können das ja später registrieren. Das heißt, ich könnte jetzt ruhig ein so ein Teil mal verwenden. Wahrscheinlich wird es das Tea Leaf, muss ich nochmal gucken, erstmal die Wurzel. Nehmen wir die. Genau, und dann nehmen wir nämlich das Tonikum, das reicht dann auch. Jetzt brauchen wir hier noch einen kleinen Tick gelb. Genau, Kudung. Aber, ah, das ist noch besser, fast. Kommen wir leider nicht bei gelb rüber, okay. Ist das okay? Ja, fast. Versuch's einfach mal, vielleicht kann man ja noch was drehen an dem Gelben dann. Genau, wir fangen mal mit Dirt Power an. Dann haben wir Great with Plants. Und jetzt kommen ja noch zwei Pflanzen. Ja, genau so rum passt das doch gut. Hat er gar keine Heilkräfte, aber es stärkt sonst alles. Enhance Power, Enhance Defense, Energize. Muss ich mir im Detail nochmal eben angucken.
Okay, Angriffskraft ist gestärkt, Verteidigungskraft ist gestärkt. Und K.O. Recovery. Mit aber minimaler Hitpoints. Mit minimalen Hitpoints nur, okay. Und Resistances sind alle besser, Attack und Speed sind alle besser. Ja, gut. Das werde ich auf jeden Fall mal registrieren bei der lieben Marietta. Ist bestimmt teuer. Wahrscheinlich 400 oder irgendwie sowas. Ne, 150, das geht ja sogar. Haben wir sonst noch was, was ich registrieren muss? Dieses Mineralienpulver. Das Ding können wir ruhig mal registrieren. So, dann kaufen wir das auch direkt wieder. Bei den Blitzbomben gucke ich mal, ob ich da jetzt vielleicht noch eine größere Variante hinkriege, noch eine bessere. Die waren ja an sich schon super. Oha. Blau und Gelb vor allen Dingen. Was haben wir denn da unten? Da haben wir. Lightning Damage geht über L ja nicht hinaus. Nee, das lohnt sich nicht. Die können wir jetzt gar nicht bauen, weil uns da die Holzkohle fehlt. Ne, ist kein Problem. Dann lebe ich erstmal mit den Sachen, die ich jetzt schon habe. Gehen wir hier noch einmal kurz die Stadt ab. Und dann machen wir uns auch einen Weg. Also das kenne ich ja schon. Ja. Wir müssen ja auf jeden Fall nach Hornheim zurück. Und dann müssen wir Ernie treffen, genau.
Jetzt ist Ernie natürlich ein bisschen weit weg. Schade eigentlich. Aber es hilft ja nichts. Ich überlege gerade, bin ich letztes Mal hier unten... Ja, ich bin in die Richtung gegangen. Jetzt gehen wir mal oben rum. Denn jeder Ort, wo wir vorbeikommen, könnte ja ein Event auslösen. Ja, Ernie wird was herstellen und das dann direkt zu Regina schicken. Und es ist einfach das Größte für ihn, die Bedürfnisse seiner Kunden zu erfüllen. Und Ernie darf sich auch Muster und Farbe selbst aussuchen für den Stoff für Regina. Da bin ich mal gespannt. Was ist denn da unsere nächste Aufgabe? Okay, wir müssen halt zu Regina. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt eben zu Regina und danach nochmal nach Hornheim. Hornheim ist ja so eine Ecke, da gehen wir dann auch beim zweiten Turm nochmal vorbei und so. Ist ja bestimmt so eine Monatsreise wieder. Ach, Regina ist natürlich nicht hier. Weil ja kein Bazar ist, die wohnt ja in Riesengang. Das war jetzt ein bisschen unklug von mir. Was machen wir denn da jetzt? Wir könnten natürlich nach Riesengang gehen. Das dauert 4 Tage. Da ist dann auch noch kein Bazar. Und dann gehen wir hier über diesen Weg nach Hornheim. So machen wir das auch. Und unterwegs kommen wir noch bei Nanaka vorbei. Ranun will ich jetzt gar nicht besuchen, weil der hat die letzten Tage eh nichts zu erzählen gehabt. Oh, Poro ist weg. Oh, das ist ja praktisch. Poro ist verschütt gegangen auf dem Weg von Hornheim hierher. Und da gehen wir auch gleich hin. Und Nanaka hat jetzt natürlich Angst, dass irgendwelche Wölfe sich über Poro hergemacht haben.
Und wir dürfen sie nicht beim Namen rufen, sonst läuft sie weg. Das ist halt ein komisches Viech. Ja, irgendwo zwischen Hornheim und Vierzeberg verloren gegangen. Gucken wir mal. Jetzt müssen wir aber erstmal. Ach so, wir können da einmal kaufen. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall zu Regina. Oder wir machen uns erstmal einen Tee. Ah, das Paket ist schon angekommen. Ach so, jetzt hat Regina fand den Stoff so toll, dass sie gleich mehrere Anzüge angefertigt hat. Und sie weiß jetzt gar nicht, wohin damit. Und sie dachte, dass sie einen der Anzüge vielleicht Juris geben könnte. Das ist jetzt natürlich auch ein bisschen komisch. Juris begleitet uns ja gerade auf der Reise. Und Regina bittet uns jetzt, wenn wir Juris das nächste Mal sehen, ihm doch den Anzug mal zum Probieren zu geben. Okay, wir müssen Juris sagen, dass er mal nach Riesengang kommen soll. Sehr schön. Haben wir denn jetzt ein Memo freigeschaltet? Nein. Dann gucken wir hier nochmal eben die Aufträge durch. Das lässt sich leider nicht vermeiden. Irgendwie muss man ja sein Geld verdienen. Oh! Der Minenaufseher. Und Marion war heute gar nicht da, um zu fragen, ob sie in die Mine darf. Okay, wir müssen uns mal bei Marion erkundigen. Marion ist natürlich in Vierzeberg, das wird ein bisschen was dauern. Und er will Bohnenmilch, ja. Da habe ich natürlich keine besorgt. Ich mir das auch gerade vorstelle, Bohnenmilch zu trinken. Brrr. Und was können wir für dich tun? Verstehe ich nicht. Er will ein Abenteuer? Nochmal. Was? Okay, Adventure Tools, also Abenteurer, Werkzeuge.
Hat jemand von uns vielleicht so einen Wirt-Talisman an? Muss ich gerade mal gucken. Ich weiß nicht, ob das so einer ist. Nee. Medizin haben wir jede Menge. Das bringt natürlich fast nichts. Andererseits bin ich den Kram dann auch los. Es bringt alles fast nichts. Und dafür auch gibt sie mir ja nur 1400 Kohle. Nee, danke, das ist mir zu aufwendig, das zu herzustellen. Das reicht auch nicht und da kriege ich auch nur Geld für. Ich habe momentan genug Geld, denke ich. Muss ich den Auftrag ablehnen? Tada! I got Eurus to come. Das ging ja schnell. Wahrscheinlich hat er doch vor der Tür gewartet und gelauscht. Good girl, Aisha. I have to praise you for that. Regina praised me. I'm sorry to interrupt your fun, but what are you talking about? Something really nice. Mostly for Regina and her younger brother. I feel something menacing in the air. Irgendwas Bedrohliches liegt in der Luft, ja. Oh, stop it. We're not menacing. Anyway, take off your clothes. Why? Oh, I wonder. You must be really curious. Don't worry, Eurus. This will be quick. What's going on? I feel like now I know how it feels to be hunted. Ugh. Ooh, Eurus, you look amazing. Mm-hmm. Not bad at all. Why do I have to do this? Ja, für die Jagd ist es natürlich eher unpraktisch, ein Anzug, aber... Sonst für offizielle Anlässe doch nicht schlecht. Now, now, come on. Just think of it as giving me a helping hand. Regina, should I make his hair look more wabam and slick it all back? Yeah, the clothes make him look nice and crisp. So his hair should match.
It might look nice if we spike his hair, too. Hey, enough already. Not yet. Come on, put your arms up. I need to tighten the sides a bit. If you move, I might accidentally poke you with my needle, so stay still. Ow, hey, you poked me. Sorry, my hand slipped. I'm not used to these kinds of things. Then this is a great chance for you to overcome your weakness. Just think of it as practice and suck it up. Yuris, let's try on these red clothes next. It has a pink striped pattern for the lining, so I'm sure you'll look great in it. Ja, ich glaube, das rosafarben ist dann doch nicht das Richtige für Yuris. No, I don't want to wear something that gaudy. But you'll look good in it. With a body as built as yours, you can pull off wearing gaudy colors. Then it's decided. Okay, Yuris, take off your clothes again. Don't try to undress me. I can take my clothes off all by myself. Oh, you're finally catching on. Well, keep that up and let's continue. At any rate, Aisha, you're looking as energetic as ever. That's because this is fun. It's like having a big dress-up doll. Don't treat me like a toy. I think your huntsman outfit looks great and all, but you look great in these kinds of clothes, too. Aisha, I'm really starting to get tired. Ooh, you were a great help, Yuris. I'll be able to send my brother the finest clothes for his coming-of-age ceremony. Plus, we got to see Yuris looking his best. Right? Yuris, I'm sure you were able to discover a new you today, weren't ya? I didn't have enough time for that. Having to change so hectically, I only got dizzy. Well, choosing the right outfit is important. You can't make compromises. Thanks, Yuris and Aisha. I prepared today's meal to pay you guys back. Feel free to eat all you want. Yay! Regina's cooking is the best! Ja, super. Und dafür bekommen wir... Achso, wenn wir Accessoires herstellen, ein extra. Okay. Und ein bisschen mehr Angriffskraft. Gut, gut. Dann war das ja schon mal wichtig, dass wir hier nach Riesengang gegangen sind. Ich gehe nochmal eben das restliche Dorf ab, hier unterhalb Reginas Hütte. Das ist aber nur Pana. Okay, also World Map. Und auf nach Hornheim. Allerdings natürlich erst in der nächsten Folge. War schön, dass du dabei warst und bis morgen. Tschüss.